Herzlich willkommen im schönen Menden. Und wir zeigen euch heute unser neues Ladenlokal vor der Renovierung. Also kommt mit. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf Diekmann TV und wir haben etwas Spezielles geplant und auch was Spezielles für euch zum Ankündigen, denn viele von euch haben es in unseren sozialen Medien bereits mitgekriegt. Wir gehen nach Menden und eröffnen hier ein neues Ladenlokal und wir werden euch in einer neuen Videoserie mitnehmen und euch Step für Step zeigen, wie dieses neue Büro hier entsteht. Also wir sind jetzt gerade vor der Renovierung hier, wir haben frisch die Schlüsselübergabe erledigt und ja, Clark und ich sind natürlich nicht alleine, wir werden auch kräftige Unterstützung haben. Ich glaube, da kannst du was zu dem jungen Kollegen sagen. Genau, es wird noch ein Kollege hier tätig sein dann mit uns zusammen. Das heißt, wir werden hier zu dritt sitzen. Ich werde als Makler tätig sein und das klassische Maklergeschäft abdecken. Der Kollege wird den Marketing-Part übernehmen und der andere Kollege, den ihr auch schon in der Story wahrscheinlich bei Instagram verfolgen konntet oder sehen konntet, der wird hier als Ansprechpartner für den Bereich Neubau tätig sein. Im Bereich von Heinz von Heiden sind wir die Regionalleitungen NRW und Hessen. Genau, richtig. Und bevor wir jetzt noch weiter reden, ich glaube, was alle sehen wollen, ist erstmal, wie sieht dieses Ladenlokal aus? Wir sind mega zufrieden und ich würde sagen, kommt einfach mal mit, wir zeigen es euch. Let's go! Wir sitzen jetzt hier unten im hinteren Teil des neuen Büros und wie ihr schon sehen könnt, muss man einiges machen, aber wir haben uns bewusst für dieses Büro entschieden. Wir haben hier 140 Quadratmeter, zwei Etagen, können das optimal aufteilen und aus dem Grund haben wir gesagt, das muss das Büro sein. Wir haben alle einige andere Büros besichtigt, aber wir haben hier sofort gemerkt, dass wir das Büro sein, in dem wir künftig sitzen werden. Ja, und wie Clark schon gesagt hat, natürlich ist viel zu tun, aber wir haben alle mega Bock auf diese Reise und wir werden euch natürlich auch mitnehmen bei dem ganzen Renovierungsprozess und euch auch das Endergebnis zeigen. Natürlich wenn es die Corona-Lage erlaubt, natürlich auch eine fette Eröffnungsfeier hier geben. Und wie Clark schon gesagt hat, wir haben hier zwei Geschosse und das ist einfach nicht, weil wir sagen, okay, wir brauchen jetzt für Bestandsimmobilien zwei Geschosse, sondern wir werden hieraus auch ein offizielles Heinz von Heiden Stadtbüro machen. Das bedeutet, die Kunden kriegen hier nicht nur Immobilienbewertungen, alle Services rund um Verkauf, Vermietung und Co., sondern wir werden auch qualifiziert wirklich Neubauberatung durchführen können. Also euer neues Massivhaus kann vielleicht auch hier bei uns in Menden schon entstehen. Aber ich würde sagen, auch mega interessant, nicht nur das Erdgeschoss für die Bestandsimmobilien, sondern ihr seht auch diese tolle Treppe im Hintergrund, die natürlich hier noch so ein bisschen schöner gemacht wird, natürlich. Aber oben wird dann der neue Heinz von Heiden Bereich kommen und ich würde sagen, wir zeigen euch einfach mal ein bisschen unsere Vision, was wir vorhaben, oder? Genau, das machen wir jetzt. Also würde ich sagen, komm mit, wir gehen hoch. So, wir kommen jetzt gerade hier aus dem Badezimmer und der kleinen Küche, die wir da für euch bald einrichten. Noch nicht vorzeigbar, aber wir sind bald dran und dann kriegt ihr auch bald neue Bilder. Und ich glaube, das ist hier dein Lieblingsgeschoss in dem Lokal, oder? Ja, also mehr oder weniger. Genau, wie ihr schon seht, hier muss einiges gemacht werden. Hier werden auf jeden Fall einen Teppich, einen schönen, ich denke, das wird ein schöner grauer Teppich sein, den wir hier verlegen. An den Wänden kann man es auch schon erkennen, da müssen wir noch die eine oder andere Stelle, muss dann noch verputzt werden. Das Klimagerät wird auch noch gewartet, damit es für uns nicht so warm ist hier im Sommer. Und ein Elektriker wird auch noch kommen und die ganzen Spots hier überprüfen. Und geplant ist, dass man den hinteren Bereich, den ihr jetzt auch noch ein bisschen genauer sehen werdet, hier dann einmal einen kleinen Besprechungstisch hinstellt mit Blick auf die schöne Fußgängerzone hier im Wänden. Ja, und kommt mal kurz mit. Ich sag mal, wenn man so ein bisschen Vorstellungskraft hat, dann einfach mal schauen, ist das geil hier, wenn man direkt vom Obergeschoss, von unserem Besprechungsraum einmal hier direkt in die Fußgängerzone von Menden schauen kann. Also ich glaube, das war eines der Argumente, warum wir uns letztendlich auch für dieses tolle Lokal entschieden haben. Und ich glaube, das war einer der Momente, wo wir gesagt haben, okay, es ist zwar viel zu tun, aber hier können wir uns das mega vorstellen und hier können wir wirklich ein geiles Büro für den Standort Menden machen. Auf jeden Fall. Genau. So, und hier unten werden wir zu dritt sitzen. Man hat hier sehr viel Platz. Man kann hier optimal drei Schreibtische platzieren, einen Drucker. Wir werden natürlich auch nochmal die Wände anders oder schöner gestalten, dass ihr euch auch als Kunden entsprechend wohlfühlt, wenn ihr zu uns ins Büro kommt.
Ja, und abschließend bleibt zu sagen, heute ist natürlich der Startschuss. Wir haben die Schlüssel erhalten. Wir sind hier in unserem neuen Ladenlokal. Jetzt heißt es renovieren, genau. Sich um die Technik kümmern, das Einrichten, das Möblieren. Das heißt, das kommt jetzt einiges auf uns zu. Das werden wir euch auch noch alles zeigen. Das heißt, abonniert unseren Kanal, dass ihr auch keine Folge mehr dazu verpasst. Wie gesagt, heute ist nur die erste Folge von vielen. Und abschließend, bevor wir diese Bio beenden, zeigen wir euch nochmal ganz kurz diese Lage. Kommt mit. Einmal mit raus. So, und wie ihr seht, im Herzen von Menden sind wir hier. Also unser Büro, von der Lage her ist das natürlich 1A. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns mega drauf, hier euch bald wieder auf die Reise mitzunehmen und vor allen Dingen auch bald in unserem neuen Lokal zu begrüßen, mitten im Herzen von Menden. Und wie gesagt, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann ganz bald. Bis dann. Ciao, macht's gut. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen. Abonniert unseren Channel. Und in unserer Infobox findet ihr noch 2 weitere Videos. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Folge von Digma TV.